damit wir es nicht wieder vergessen, worum es ging. Erstmal eine umrissartige Stichwortsammlung, denn den gesamten Traum konnten wir nicht mehr behalten. Wenn jedoch Gott gleich das Unbewusste, gleich das weltschöpfende System nichts anderes ist als das parmenideische Sein, nichts anderes ist als die Erfahrung in den grenzüberschreitenden Enthusiasmen dieses partikularen, allgeschlossenen, universalen Seins, ohne Zeit, ohne Raum, ohne Sterblichkeit, in sich selbst identisch und so weiter. Wenn also das die Seite ist, wenn also das die Erlösung bedeutet aus all dieser bewegungsheraklitischen Werdenswelt, aus diesem Verschlungenwerden in die Abgründe der Artemis und wieder herausgespuckt werden und so weiter, dass der erste Teil des Traumes war, dann kann es doch sein, dass dieses sich generiert habende Unbewusste, das solchermaßen strukturiert ist als Erlösungsphantasma des Parmenides, von dem es seine traumatischen Wirkungen erzeugt, indem es immer wieder die Symptome der Körper generiert, indem es immer wieder die Welten projizieren macht, vermittels dieses Ich-Apparats, dann kann es doch sein, dass also diese Seite nur notwendig geworden ist, sich aufgespannt hat, eben als diese Tödlichkeitsgrenze, als diese Verblendungsspiegelseite des Spiegels, Silberschichte des Spiegels, die notwendig ist, um den Polaritätsbatteriespannungsmembranen aufzuspannen, und zwar gegenüber der Tatsache der Notwendigkeit der Weichfleischlichkeit, der biegsamen elastischen Membranen mit ihren Ein- und Ausstülpungen, der Theriotes, dieser Inneneinnistungen, von denen der erste Teil des Traumes zeugt, nämlich dem Wiederholungszwang, dass all dies ständig wieder stattzufinden habe, in weich, gummielastischer, kautschukelastischer Beständigkeit, trotz seiner Qualen, quellenartigen Matschigkeit, dass also das irgendwann der Protest, die Erlösung sein sollte eines Abstands, eines Reflexionsabstands, das sich fortan Ratio oder Denken nannte, das sagte, das will ich doch nicht mehr, ich will die Erlösung haben eines nicht mehr bewegten, nicht mehr werkenden, nicht mehr agierenden, nicht mehr immer sich reproduzierenden, dummdreist herumzappelnden, immer die gleiche Ennui und Ödnis vollziehenden und so weiter Vorgänge, Aktionismen haben, ich will Ruhe haben, Stillstand, Ewigkeit. Das ist dann der zweite Teil dieser beiden, der Formel, die Wahrheit ist immer die Unwahrheit der einen Formel, der einen Seite gegen die Unwahrheit der anderen Seite. Das sind dann die zwei ersten polaren Wechselseiten, das heraklitoristische Lebendige gegen das zenosche, ewige, unwandelbare, ewige, feste Ganze, granitene, marmorne, unverrückbare, nicht verlassende, nicht verratende, also das Gegenteil der heraklitischen Lebensnotwendigkeit. Und diese Polarisationsfelder, die wir schon aufgezeigt haben, als die Notwendigkeit, dass das Lebendige sich nur vor dem Bildschirm des Tödlichen erzeugen kann, das Werden und Vergehen nur vor dem Bildschirm des starren, fest unveränderlichen,
und so weiter, dass dann also dies ebenfalls nichts anderes gewesen sein kann als dieser Abscheu, dieser Protest, dieser Männlichkeitsaufbäumung, die eben auch mit so einem Aufmandelungsakt zum Begierdeakt, der angestachelt wird, um den Agavenpfahl sich aufrichten zu lassen, um dann als Phallus in die Metonymie-Gleitkette der Signifikanten hineinzustechen, um als Regenmacher Bedeutung und Zeichen machen wollen zu wollen, wo doch alles nur im sich in Fortbewegen kein Zeichen sein kann, sondern nur die Ewigkeitspersistenz generiert durch nie Stillstehle entstehen können. Also nochmal, wenn Gott das Unbewusste ist, das die Welt generiert und das nichts anderes ist nach den Akzidenzien als das, was man dem Göttlichen zuschreibt, beziehungsweise demjenigen, was die parmenideische Welt oder die des Zeno beschreibt, oder auch die des Augustinus oder der anderen Mystiker, wenn sie von diesem jenseitig erlösenden, gleißenden Licht außerhalb jeder Zeit und jedes Raumes sprechen, dann kann es sein, dass selbst der Apparat, der in unserer Zerrissenheit entstanden ist, zwischen den zwei Ebenen der Interferenzschaltung dieses Interfaces, dieses Feinregulators, von dem Freud und Lacan spricht, zur Welt, ich und dessen Basis, den unbewussten Mächten des Über-Ichs und Es, in dessen Zerrissenheit zwischen dem Ende der Wahrnehmung als Reflexion darauf der Repräsentationsrepräsentanten und als Anfang, nachdem dieses durch die Filter gelaufen ist, der Wahrnehmung dessen, was hereinkommt aus dem Realen, aus dem psychischen Realen im Inneren oder aus dem äußeren Realen, und dann erstmal polarisiert wird, wie wir gestern erklärt haben. Also, dass diese Aufspannung, dieser Protest den Apparat selbst erzeugt haben kann, das Unbewusste, gleich die parmenideische Erlösungswelt. Oder wie wir das in früheren Videos gesagt haben, diese Aufspannung, die aus dieser Unmöglichkeit eines Apparats, der über die Mammalia hinaus nach Aufrichtung des Gangs noch schlechter funktionierte, und dann die Aufspaltung der inneren Titanen zwischen der sexuellen Begierde des Du sollst, Du musst begatten, des sexuellen Triebs und der Beiß- und Vergewaltigungshemmung, aber du darfst nicht sie begatten, wenn sie die Todesstellung einnimmt, wie das Elaine Morgan in ihrem Buch beschreibt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Es ist nicht der nackte Affe, sondern es ist eben der Gegenentwurf gegen Morris. Punkt, 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 wir machen mal Punkt. Wir wollten sagen, dass es erstaunlich ist, dass Parmenides, Gott, gleich das Unbewusste dagegen Protestentwurf sein kann, gegen den Moment, wie die Sprache entstand und wie also die Aufspaltung entstand und wie also die psychischen Instanzen entstanden und wie also das nur der Protest und der Aufschrei war gegen die heraklitoristischen Gleitmetonymien dieser Theriotes der Notwendigkeit des Lebendigen.